Okay, da hat, glaube ich, eine Waffe gefunden. Ich bin tot. Ich mach's jetzt ganz geschickt. Fuck, der hat eine AK. Der hat eine AK. Renn doch, du Biatsch. Renn doch, Mann. So, jetzt. Musst du ihn wegschießen? Ja, ja, ich weiß, der schießt doch gerade auf mich. Aber der hat mich bis jetzt noch nicht getroffen. Okay, er hat mich getroffen, der hat mich getroffen. Ich habe Knochen gebrochen, ich bin tot. Verdammt! Mann, bin ich ein Noob. Flo, Mensch. Verdammt. Ist heute einfach nicht dein Tag. Das ist heute wirklich nicht mein Tag. Aber es macht mir trotzdem Spaß. Ich hoffe, die Zuschauer stört es jetzt nicht. Ich meine, wir sind jetzt hier zu nichts wirklich gekommen. Naja, man hat gesehen, wie du durchs Fenster erschossen wurdest. Und es wurden nicht gerade wenig geschossen. Nee. Muss ich ja mal sagen. Mann, ist das alles zum Quatzen. Quatzen? Ich hätte ja nicht unbedingt auf den schießen müssen, aber das Problem war einfach, der war im Vorteil. Der hatte zwar keine Knarre, aber wenn du früher an einem Punkt bist, wo gute Sachen spawnen, hast du einfach gewonnen. Ja, das ist leider so. Das ist leider die Wahrheit, ne? Das ist... Ach, okay, ja. Ich bin jetzt wieder bei dem Auto, wo vorhin der Heli über mich drüber geflogen ist. Wie lange wollen wir eigentlich noch aufnehmen? Wie lange hast du Zeit? Ich habe lange Zeit, aber ich muss halt mal, ich werde jetzt mal kurz das Spiel minimieren. Und zwar muss ich gucken, eben, wie viel Platz ich noch auf der Festplatte habe. Aber so wie es scheint, der hat jetzt, wir haben jetzt 105 Gigabyte, also wir haben noch jede Menge Platz. Aber also wir können nochmal zweimal so lange jetzt aufnehmen. Also nochmal jetzt zweimal so lange, wie wir es jetzt aufgenommen haben. Ja, ist gut. Ja. Weiter? Naja. Ansonsten, ja. Aber? Du hast noch ein Aber gesagt. Ich aber? Sonst nichts eigentlich. Na, weiß ja nicht, ob du das dann irgendwie begrenzen willst, dass du nicht zu viele Folgen auf einmal machst, da wir halt wirklich nur diesmal zu zweit sind. Naja, natürlich. Ich meine, mit noch mehr wäre es dann natürlich noch kritischer, weil wenn wir in einer großen Truppe rumlaufen und dann werden wir gesehen. Ist alles zu spät. Dann ist alles zu spät, ja. Ich hänge wieder bei Loading. Das ist sehr schön. Zum Glück blinkt mein Trinken noch nicht, also kann ich nur noch sparen. Ja. Ach ja, an Weihnachten kriege ich endlich eine neue Grafikkarte. Warum? Weil ich unbedingt eine neue brauche. Vor allen Dingen werde ich mir an Weihnachten auch mal das Spiel Modern Warfare 2 gönnen. Wilderness, toll, ey. Toll. Du meinst das neue Medal of Honor oder wirklich Medal of Honor 2? Ich meine Modern Warfare 2. Ah, okay. Call of Duty Modern Warfare 2. Das ganz normale, alte, berüchtigte Spiel. Allerdings für den PC, ne? Für die PlayStation habe ich es natürlich. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ist hier wenigstens eine Straße oder so? Doch, da ist eine Straße. Da ist eine Straße. Okay, ich sehe jetzt wieder, wie beim letzten Mal, als ich alleine gespielt habe, das Haus, wo ich gleich reingehen werde. Was natürlich von Zombies umzingelt ist, was ich jetzt bereits weiß. Ich hoffe einfach mal, dass ich was zu essen finde. Denn das wird auch langsam in Richtung Rot. Ja? Leider ja. Das ist blöd. Also ich bin ja schon froh, dass ich eine Axt mitgenommen habe. Kann ich wenigstens schon mal Holz füllen. Fällen. Füllen. Allerdings fehlt mir ein Messer und Streichholz. Ansonsten könnte ich auch Tiere jagen. Ja, das ist hier, glaube ich, wirklich wichtig. Ich bin jetzt hier an der Küste irgendwie in der Wilderness gespawnt. Ich hab eine böse Vermutung, wo das ist. Und zwar? Denn ich sehe auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob das wirklich zur Map gehört oder ob das halt wie bei Chernobyl einfach nur Berge im Hintergrund sind, sehe ich halt Berge. Und wenn es tatsächlich doch zur Map gehört, dann wäre eine ganz schreckliche Vermutung, wo ich bin. Dann bist du oben links? Nee, dann bin ich, wenn du die Map vor dir hast, hast du ja diese Rieseninsel, ne? Dann bin ich auf einer von diesen beiden Seiten zwischen diesem Fluss, der diese zwischen diesen beiden ja, Inseln ist, gespawnt. Und lauf da gerade am Rand einfach lang. Okay, ich muss jetzt leider Zombies töten und somit mich bemerkbar machen. Das ist doof. Ja. Das ist doof. Der eine hat wenigstens eine Bandage dabei, ist auch schon mal was. Zombie hat eine Bandage dabei. Ja. Yep. Und da vorne ist ein kleiner Brunnen, wo ich meine Wasserflasche auffüllen kann. Und schon gefällt mir das Haus ein Stückchen mehr. Ja. Als nächstes ich glaub, du ein Sofa, genau, wollte ich auch gerade sagen. Wir sind Sofa und dann ziehst du da ein, doch. Ja.
Die Spieler können einen ja auch nicht mal am Leben lassen, einfach. Gut, könnte ich, mache ich ja auch nicht. Einer hat mich am Leben gelassen, aber auch nur, weil er gesehen hat, ich werde von Zombies verfolgt und habe nichts dabei. Sonst echt, der hat dich leben gelassen? Ja, weil er eine Axt hatte. Oh, ich wurde in den Fällen, aber ich aber auch, ja, hätte der eine Waffe gehabt, hätte der dich abgeknallt. Kannst du mir glauben, hier sind nur soziale Spieler auf dem Server. Super. Mit sozial meine ich asozial. Naja, wir sind mit Spieler in dieser Situation nicht anders, muss ich ja sagen. Ja, das stimmt. Du wirst einfach gezwungen, so zu sein. Ja, eigentlich schon. Und gestern hat ja Philipp gesagt, also hatte mir abends noch sagen können, dass The Walking Dead Staffel 2 ja kam. Ja, im Fernsehen, ja, stimmt. Ja. Allerdings, naja, es kamen 2 Folgen, so wie ich das gesehen habe, und es war 2-mal die gleiche. Ah, okay. War natürlich leicht hässlich. Ja. Aber na gut. Das Leben ist hart. Ich glaube, ich sollte mir das aber wirklich mal angucken. Das scheint interessant zu sein. Der laufende Tod? Ja. Baked Beans, ich habe was zu essen gefunden. Da ist ein Häuschen. Bei einem Zombie. Da renne ich mal hin. Und der Zombie hat noch eine Coke dabei. Super. Ich frage mich, wie die ganzen Leute das machen, dass sie so lange überleben. Das ist... Das finde ich das große Problem. Das einzig große Problem in Arma halt, dass du... Du bist wirklich, wenn du schießen musst oder so, bist du relativ eingeschränkt, was du machen kannst. Wie meinst du das? Naja, von der Steuerung her. Das ist nicht so ganz leicht. Da muss man wirklich, man muss in einer Vorteilsposition sein, sonst hat man ja verloren. Also man hat, wenn man jetzt in einem in einer benachteiligten Position ist, kann man in Arma keine schnellen Schritte machen. Zum Beispiel, weißt du, wenn er jetzt sich bückt oder so, dann bleibt er stehen, bückt sich und dann kannst du erst weiterrennen. Der kann sich nicht während des Rennens bücken. Okay, in dem Haus liegt ein Compound Crossbow und eine Lee Enfield mit einem Magazin. Dann noch eine Jerrycan, Müll und ein Stapel Holzscheiter. Ja, ganz klar, was du nimmst, die Lee Enfield mit dem Magazin. Ja, wir ignorieren einfach, dass ich noch deine Waffe habe. Beziehungsweise die M16 von dem Spieler da. Achso, ja gut, dann würde ich die natürlich behalten. Hast du tatsächlich von überlebt, ja? Ja. Ich konnte ja abhauen, zum Glück. Okay, da ist ein Spieler, leg dich in die Nutte. Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Vor allem jetzt bin ich natürlich noch ein größeres Ziel, da ich jetzt auch noch etwas zu essen dabei habe. Werden sich die Leute umso mehr freuen. Sehen die Leute ja nicht. Ich hoffe einfach, bis dahin habe ich es gegessen und werde dann später etwas Neues finden. Ich weiß aber schon, wo ich jetzt als nächstes hingehe, nämlich da an, wo ich beim letzten Mal gestorben bin. Beziehungsweise gestern, vorgestern. Gestern war es, genau. Wo ich zuerst den Banditen getötet habe und danach wahrscheinlich sein Freund mich. Na. Hier ist komplett offenes Gelände, das gefällt mir nicht. Ich sehe auch gerade, ich habe halt einen Spieler gerade gesehen und das... Fand ich äußerst beunruhigend, weil hier liegen auch jede Menge tote Zombies, aber ich weiß nicht, ob der die umgeaxtet. Ich vermute, dass er die umgeaxtet hat, aber Dann ist er aber höchstwahrscheinlich verletzt schon. Meinst du? Es ist. Mehrere Zombies ist schwer, die zu töten, ohne dabei getroffen zu werden. Es bringt mir ja trotzdem nichts, wenn ich. Doch, du brauchst weniger Schuss bzw. weniger Axtschläge. Nein, es bringt mir nichts, wenn ich den jetzt irgendwie angreifen oder mich erkenntlich zeigen würde, weil entweder tötet er mich. Er lässt mich ziehen, er verfolgt mich oder wir beide werden Freunde fürs Leben. Aber keines davon will ich wirklich. Du willst keinen Freund fürs Leben? Nee. Nicht auf der Map hier, meine ich. Also, oh, da liegt eine Axt. Okay, dann ändert sich die ganze Situation jetzt. Falls ich den nochmal sehen soll. Ich höre allerdings auch eine Leiche. Ich meine, vielleicht wartet er auf so ein ganz böser Spieler. Weil er weiß, du kommst gleich um die... Oh, da ist ein Schwein. Ich würde das gern töten, aber leider ist hier ein Deerstand in der Nähe. Von daher lasse ich es dann, wo er sein. Wie soll man ein Schwein nicht einfach... Ich müsste die Waffe ablegen, Axt ausrüsten, dann umaxen. Der ist aber ein dummer Spieler, muss ich zugeben. Also entweder der ist wirklich nur dazu da, mich zu töten, oder der hat diese Lee Enfield mit einem Magazin hier wirklich übersehen. Da liegt, ich würde sagen, das ist eine Falle. Oder er hat eine bessere Waffe. Ja, wahrscheinlich schon.
Weil der weiß wahrscheinlich nicht, dass ich ihn auch gesehen habe. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er nicht von hinten kommt. Vielleicht ist er auch schon längst weg. Vielleicht wartet er auch im Gebüsch einfach. Vielleicht hat er auch Angst vor dir. Na, das kann natürlich auch sein, weil ich habe eine Waffe und er vielleicht nicht. Oder ihr habt beide eine Waffe, er will es aber nicht drauf ankommen lassen, weil er heute schon genug gestorben ist. Ja, das kann natürlich auch sein. Wenn ich ihn sehe, ist er auf jeden Fall tot. Und zwar egal, ob der nur eine Axt hat oder nicht. Da bin ich, unfreundlich heute mal. Ja, da bin ich heute echt. Nachdem, was ich alles erlebt habe, habe ich ihn da gerade gesehen. Wahrscheinlich werde ich sowieso gleich. Ja, da schießt einer. Ich habe gerade einen Schuss abgegeben. Schieß mal nochmal. Nee, warte mal. Ja, das war's nicht, du. Shit. Ah, ich habe einen Schuss gehört. Da hinten läuft. Nee. War wieder mal nur eine Halluzination. Jetzt stell dir das mal vor, du müsstest das in echt durchleben. Ey, ich weiß nicht, das ist. Dann ist es verständlich, dass sich manche freiwillig die Kugel geben. Ja. Echt, das ist ja krass. Du weißt nicht, ist er jetzt auf deiner Seite oder nicht, oder. Okay, im Deer-Stand ducken. Hier liegt schon mal eine Waffe, eine M4A1 mit zwei Static Mags. Die Static Mags kann ich gebrauchen, die Waffe kann ich ja hier lassen. Ich laufe jetzt einfach mal an der Küste hier lang im Schutz der Deiche hier, die hier so rum sind, also der natürlichen Deiche. Einfach in der Hoffnung, dass da jetzt kein Sniper auf dem Berg sitzt und irgendwelche Spawnenden tötet, denn hier werden ja am laufenden Bande welche gekillt, also tief im Inland wird man wohl kaum Leute finden, glaube ich. Glaube ich tatsächlich, ja, ich würde eher sagen, die sind alle relativ an der Küste. Kann auch sein, dass sie sich untereinander bereits abgesprochen haben. Ja, dass die sein, am Rand getötet alles, werden, damit die innen looten können. Kann auch sein, dass das alles irgendwelche. Ja. Sprich, sage ich jetzt. Das sage ich jetzt nicht. Irgendwelche Vollspasten sind, die uns ärgern. Das wollte ich nicht sagen. Sondern. Da wollte ich was anderes sagen. Aber das vertagen wir auf nach der Aufnahme. Na ja, super, dann fluchst du wieder rum wie jedes Mal. Nee, das sind irgendwelche Pädophilen sind, die sich hier gegenseitig alle. Jetzt hast du es ja doch während der Aufnahme gesagt. Ja, ich weiß. Ich musste es einfach loswerden. Dieser innere Drang, andere niederzumachen. Genau. Voll gut, ey. Komm schon, Mann, jetzt hier. Mega spannend für mich. Ich glaube, wenn ich weiter der Straße folge, müsste ein verunglückter Panzer wieder da liegen, wo er an dessen Heck da auch etwas liegt. Ja, och, das wäre so schön, wenn ich überhaupt mal irgendwas finden würde. Also, na gut, ich habe jetzt schon eine Lee Enfield gefunden, aber so an sich jetzt mal was Standhaftes. Hättest du überlebt, hättest du jetzt bessere Waffen, hättest du was zu trinken, dann hättest du und hättest du. Habe ich aber nicht. Weil du dich hast durchs Fenster erschießen lassen. That's right. Weil du aus dem Fenster gucken musstest. That's right. Sah aber interessant aus, als ich hinter dir stand. Ja, also BAM weg! Nicht nur ein Schuss, das war ein lockeres Magazin. Ja? Ja, der hat dann. Selbst als du schon tot warst, hat er noch weitergeschossen. Ja, tatsächlich, ja. Ah, vielleicht hatte der ein Leck oder so. Aber meine erste Reaktion war auf den Boden legen und dich leer looten, was ich mitnehmen konnte. Heißt, ich habe deinen Toolbox, deine Axt mitgenommen, deine Getränke. Und dadurch ging es mir schon besser. Und natürlich die Broken NVGs. Ja, natürlich. Warum auch die nicht? Oh, warte, da hat gerade einer irgendwas gesagt. Im Side-Channel quasi da gerade jemand. War im Side-Channel, ja? Ja. Oh, da bin ich ja nochmal beruhigt. Ja, der eine schreibt schon richtig. You scared me. Na, ich habe auch einen Schock fürs Leben gekriegt. Das ist. Ich dachte doch, was ist jetzt kaputt? Ja. Oh mein Gott! Wir werden alle sterben! Naja. Irgendwann stirbt jeder mal. Ich sehe schon wieder nächsten Deer Stand. Mal gucken, ob da noch was liegt für mich. Echt, ja? Na, ich muss ehrlich sagen, ich achte da jetzt nicht mehr so wirklich drauf, weil ich auch nicht mehr wirklich auf der Straße laufe, weil das ist mir echt zu riskant. Ich laufe auch nicht auf der Straße, ich laufe quer durch den Wald. Allerdings ich auch. Kann man die trotzdem noch sehen. Kann man, ja. Aber die sind meistens in der Nähe von Straßen. Ja. Aber man muss es natürlich auch nutzen. Hast okay, auch was sehe ich da oben? Ich sehe
grüne Pakete, Slugs. Weil es gut ist, schon mal, dass ich was Dunkles anhabe, denn mit was Dunklem an ist man schon mal im Wald schwieriger zu sehen. Ich hasse es, dass ich ein weißes T-Shirt anhabe bei mir. Ich weiß natürlich nicht, wie andere Spieler mich sehen, allerdings... Das stimmt auch wieder. Du hast recht, da ist irgendwas unten. Da ist doch eine Hütte oder so, oder? Ja, das ist eine Hütte. Ne, da werde ich jetzt einfach mal nicht hingehen. Da bleibe ich jetzt einfach mal beinhart, wie ein Knüppel. Beinhart wie ein Rocker. Beinhart wie ein Rocker. Beinhart wie ein Flaschbier. So, was haben wir da? Doch, da ist ein Spieler. Ich habe ihn gerade gesehen. Töte ihn. Nein, hier ist gerade ein Hochstand. Und da ist ein Spieler. Ich weiß nicht, soll ich den erstmal folgen? Soll ich den verfolgen, töten Verfolge und dann... ihn. Okay, ich bin so böse. Wenn du die Möglichkeit hast, dann töte ihn natürlich. Und versuch natürlich vorher nicht entdeckt zu werden. Was jetzt lustig wäre, wenn dich auch noch jemand verfolgt. Das wäre vor allen Dingen in der Tat möglich. Ich würde es wahrscheinlich nicht merken. Ich hoffe natürlich, dass mich keiner verfolgt und dass du mich auch nicht verfolgst, aus Versehen. Nee, du läufst ja nicht an der Küste lang, oder? In der Nähe. An der Küste ist direkt die Straße und ich laufe etwas weiter am Berg. Das Problem ist, was ich jetzt gerade so sehe, ist, ich habe ihn aus den Augen verloren. Ungünstig. In der Tat. Davon gibt irgendwas. Soll ich einfach mal friendly sagen? Nein. Denn hier ist niemand friendly, also werden wir es erst gar nicht andeuten. Da liegt ein toter Spieler auf der Straße. Den sehe ich bestimmt über 200, 300 Meter. Locker. Ach, zum Dia-Stand laufe ich jetzt auch nicht mehr zurück. Da bin ich jetzt schon zu weit für gelaufen. Aber den anderen Spieler, den habe ich wieder aus den Augen verloren. Dann solltest du vorsichtig sein, nicht, dass er dich aus Versehen entdeckt hat. Ja, ich laufe relativ weit oben am Berg. Ich glaube, da guckt er nicht hin. Ich glaube, ich habe gerade... Nein, das war nur ein umgefallener Baumstumpf. Aber es beunruhigt mich, dass ich in der Ferne einen toten Spieler direkt auf der Straße liegen sehe. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie ich da reagieren soll. Ich würde nämlich schon gern nachgucken, was er hat. Allerdings könnte es auch eine Falle sein. Könnte in der Tat eine Falle sein. Ich weiß, wo ich bin. Wenn mich nämlich nicht alles täuscht und das tut es nicht. Ja. Ja, ich weiß genau, wo ich bin. Ich bin in... Wo bist du gerade? Weißt du das zufällig so ungefähr? Nee. Also wo bist denn du von der... Also ich bin bei diesem... An diesem Industriegebiet... So ein relativ größeres, ja. Ist eine Straße geendet. Ja. Dann müsste da an der Küste relativ nah lang führen. Dann steht ein Pickup mitten auf der Straße da.